Jo, hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil meiner Serie, in der ich euch erklären möchte, wie ihr ganz einfach eure Waffen verbessern könnt. Oder ganz so einfach wird es heute eben nicht werden, weil ich möchte heute über Alchemie und Verzauberung sprechen und es kann schon etwas kompliziert werden. Aber wenn ihr meine Anleitung Schritt für Schritt befolgt, könnt ihr zur ultimativen Waffe in Skyrim kommen. Viel Spaß! Um die ultimative Waffe zu bekommen, muss man jede Menge Voraussetzungen erfüllen. Die sind nicht alle zwingend, aber je mehr man erfüllt, desto besser wird die Waffe am Ende aussehen. Als erstes wären da ganz natürlich die Verzauberung, die Alchemie und die Schmiedekunst zu nennen, welche man so hoch wie möglich gelevelt haben sollte, am besten Level 80. Für die Verzauberung sind außerdem noch die Zaubersprüche Alchemie verbessern, Schmiedekunst verbessern, sowie einhändische Waffen verbessern oder zweihändische Waffen verbessern oder Bogenkunst verbessern, je nachdem, was für eine Waffe ihr habt, vonnöten. Außerdem gibt es noch jede Menge Perks, die die eben genannten Effekte unterstützen. Da gäbe es zum Beispiel den Verzauberer, der mit 5 von 5 Punkten ganz klar sehr viel Pluspunkte bringt. Außerdem den verständigen Zauberer, der bringt auch nochmal 25% mehr Power rein. Der Alchemist ist auch ganz praktisch, wenn man ihn so hoch wie möglich hat, also 5 von 5 wäre das höchstmögliche. Ich habe ihn nicht so weit oben und genau deshalb werde ich jetzt auch nicht das Beste aus der Waffe rauskitzeln können. Außerdem gibt es dann noch den Wohltäter, der gute Tränke, von denen wir jetzt jede Menge herstellen werden, um ein Viertel steigert. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Perk für uns. So, kommen wir zum eigentlichen Verbessern der Waffe. Das möchte ich euch jetzt in 5 einfachen Schritten darstellen und ich hoffe, ich kriege das so anschaulich wie möglich hin. In Schritt 1 müsst ihr einen Trank herstellen, der nennt sich Verzauberung verstärken. Dafür benötigt ihr einen blauen Schmetterlingsflügel, Schneebären oder aber Hexenklaue und Zweiglingssaft. Dieser wird es euch dann erlauben, für 30 Sekunden einen Ring, einen Helm, ein Amulett und ein paar Handschuhe mit dem Zauberspruch Alchemie verstärken zu versehen. Diese neuen Rüstungsteile legt ihr jetzt an und stellt wieder einen Trank der Verzauberung her, der es euch wieder ermöglicht, für 30 Sekunden einen Ring, einen Helm, ein Amulett und ein paar Handschuhe mit dem Alchemie-Zauberspruch zu versehen. Bei dem Alchemie-Zauberspruch ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr immer einen schwarzen Seelenstein oder aber viel besser Azuras Stern verwendet, weil dann bekommt ihr die bestmöglichsten Resultate. Diesen Kreislauf führt ihr jetzt so oft wie möglich durch, bis ihr einen Trank der Verzauberung erhaltet, der euch 32% bessere Zaubersprüche ermöglicht. Und von diesem Zaubertrank stellt ihr dann ganz viele her, am besten 7 bis 10. So, die Tränke steckt ihr in eurem Inventar, bis auf einen, den ihr nämlich trinkt. Und mit dem Trank im Blut stellt ihr ein paar Handschuhe, ein Brustharnisch, einen Ring und ein Amulett her mit dem Zauberspruch Schmiedekunst verstärken. Das bedeutet, dass ihr 29% bessere Schmiedekunst pro Teil erhaltet, was insgesamt 116% bessere Schmiedekunst ist. Das bedeutet, ihr habt jetzt die Schmiedekunst, mit welcher ihr Waffen verbessert, mehr als verdoppelt. So, jetzt legt ihr wieder die Rüstung der Alchemie an und stellt einen Trank der Schmiedekunst her. Die Zutaten, die ihr dazu benötigt, sind ein Blasenpilz oder Zweiglingssaft, der Zahn von einem Säbelzahntiger oder ein Schimmerpilz. Im Endeffekt bekommt ihr einen Trank, der eure Schmiedekunst wiederum um 130% steigert. Das heißt, insgesamt verdoppeln wir unsere Schmiedekunst nun zweimal und damit können wir auch die Waffe um ein Vierfaches besser verstärken, also das ist schon ziemlich massiv. Und genau mit diesen Fähigkeiten gehen wir jetzt nämlich zum Schleifstein. Ihr legt eure Rüstung der Schmiedekunst an und trinkt euren Trank und habt nun wieder 30 Sekunden Zeit, um eure Waffe um ein Vielfaches zu verbessern. Somit ist eure Waffe jetzt auf ein Maximum verbessert. Und das Einzige, was wir noch verbessern können, ist eure Rüstung, die nämlich die Wirkung eurer Waffe verstärkt. Dazu trinkt ihr den Trank der Verzauberung, den ihr am Anfang hergestellt habt. Und habt nun wieder 30 Sekunden Zeit, jeweils ein Amulett, ein Ring, ein paar Schuhe und ein paar Handschuhe mit Hilfe eines schwarzen Seelensteins oder mit Azuras Stern mit dem Zauberspruch einhändische Waffen verbessern, zweihändische Waffen verbessern oder Schießkunst zu verbessern, je nachdem, was für eine Waffe ihr verwendet. Wenn ihr all diese 4 Dinge verbessert habt, werdet ihr den Schadensfaktor eurer Waffe nochmals vervierfacht haben. Das heißt, ihr habt eure Waffe jetzt auf ein Maximum nach oben gebracht. Und mehr ist absolut nicht rauszuholen. In Teil 3 meiner Serie möchte ich dann nächstes Mal darauf eingehen, wie ihr für einen kurzen Zeitraum die Schadenskraft eurer Waffe zum Beispiel durch einen Zaubertrank verbessert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch geholfen hat, dann helft bitte auch mir, indem ihr ein Abo macht oder das Video mögt. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial. Bis dann.